Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Ja, wir sind wieder 24 Stunden nach dem Finale der Europameisterschaft. Ist Dani Dattel 24 Stunden nach dem Finale der EM wieder in Swansea zurückgekehrt und muss zugleich mit seiner alltäglichen Arbeit im Verein fortfahren. Aber bevor wir uns wieder dem Verein widmen, ich kann mal nebenbei ganz kurz das Training eigentlich einstellen. Ist die Frage, wollen wir Tofolo Junior jetzt noch 3 Einheiten mitgeben? Denn wir haben ja schon mitbekommen, der SSC Neapel hat da angeklopft und möchte Tofolo Junior eventuell verpflichten. Aber dazu gleich noch etwas mehr, denn unsere EM-Fahrer, auch die walisischen EM-Fahrer, sind auf einmal alle wieder zurück. Das heißt wiederum, dass wir zum Beispiel auch einen Thompson durchaus trainieren können. Ich stelle mal so nebenbei so ein bisschen was ein. Aber ich möchte natürlich gleich noch ganz kurz auf den letzten Part, auf das große EM-Finale eingehen. Was war bitte das für ein geniales Finale? Nach dem 0-1-Rückstand gegen Belgien hat das Team von Dani Dattel, haben die Waliser das Spiel tatsächlich noch gedreht. Und mit 3-1 gewonnen. Nach einem Doppelpack von ihm hier. Regan Poole, der neue Nationalheld von Wales. Doppelpack im Finale. Hat das Spiel gedreht. Adam Matthews vom FC Sunderland in der Nachspielzeit dann noch das 3-1 erzielt. Und den Deckel oben drauf gemacht. Er darf mal ein bisschen Passspiel trainieren, der gute Dominic Loy. Aber bekanntermaßen, und das sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Dominic Loy eine Note A, sehr schön, der Rest so lala. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und deswegen werden wir nur 1 oder 2 Tage nach dem EM-Titel als Nationaltrainer gleich zurücktreten. Normalerweise, wenn dieses Karrieremodus-Let's Play noch ein bisschen länger gehen würde, hätte ich gesagt, wir spielen auch noch die WM-Qualifikation. Aber da wir in diesem Karrieremodus-Let's Play auf keinen Fall noch 2 Saisons schaffen werden und dementsprechend auch keine WM 2022 spielen werden, nützt es uns relativ wenig, wenn wir auch noch die Qualifikation spielen müssten. Deswegen werden wir ja nach dem EM-Titel tatsächlich gleich zurücktreten. Ich glaube, viel erfolgreicher kann man gar nicht mehr spielen. Wales bei der ersten Endrundenteilnahme bei einer Europameisterschaft gleich Sieger geworden. Ich denke, die Erwartungen würden nur noch nach oben gehen, nach diesem überraschenden Titelgewinn. Von daher, ich glaube tatsächlich, auch wenn es etwas schwer fällt, müssen wir als Nationaltrainer gleich zurücktreten. Aber kurz vorher wollte ich nochmal die letzten Statistiken der EM mir anschauen. Oder wir wollten sie uns zusammen anschauen. Europameisterschaft 2020 ist vorbei. Wales ist Europameister und stellt gleichzeitig auch noch 2 Top-Torschützen. Nämlich neben dem Weltstar Gareth Bale, der ja zu Swansea City gewechselt ist, Regan Poole als Innenverteidiger ebenfalls 3 Turniertore und damit ebenfalls ganz oben mit dabei. Gemeinsam mit Eden Hazard, Thomas Müller und Vasquez, den Italiener, gleich 5 beste Torschützen bei diesem Turnier. Bester Vorlagengeber, da fällt mir jetzt erst gerade auf, Isbrough hat doch im letzten Spiel eigentlich 2 Tore vorbereitet, die beiden Ecken von Regan Poole nämlich, aber beide wurden anscheinend nicht als Torvorlagen gewertet, aus irgendwelchen Gründen. Bei der ersten Vorlage, okay, kann ich es noch irgendwo nachvollziehen, da war ein bisschen Durcheinander im Strafraum bei der ersten Ecke, dass das nicht als Assist gewertet wurde, aber der zweite Eckball, der den Kopf von Regan Poole fand, das war doch eine astreine Vorlage. Also, von meiner Seite aus ist Wolf der beste Vorlagengeber auf jeden Fall bei diesem Turnier. Wayne Hennessey 3x0 geblieben, auch in dieser Statistik ein Waliser ganz vorne. Nur in Sachen gelbe und rote Karten ist nicht so viel passiert. In Sachen roten Karten sind die Belgier auf jeden Fall Weltmeister geworden. Und es gab insgesamt nur 4 rote Karten bei diesem Turnier. Das ist für FIFA-Verhältnisse extrem wenig. Cavanda hat, glaube ich, die rote Karte im Halbfinale gesehen. Deswegen hat er im Finale gesperrt gefehlt. Das kann man so im Nachhinein auch noch herausfinden.
Soll uns nicht stören, Wales, die Waliser, der kleinste britische, die kleinste britische Nation wird Fußball-Europameisterschaft. Und ich hatte es schon nach dem Gewinn, nach dem überraschenden Gewinn des Titels gesagt, mit dem walisischen Fußball, international als auch national gesehen, geht es steil bergauf. Wales Europameister und Swansea City wird in der Champions League spielen. So hatte man es vermutet. Aber ich habe offscreen schon eine Sache nachgeschaut und es gibt einen kleinen Wermutstropfen, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ist wirklich nur ein kleiner Wermutstropfen. Denn wir müssen uns natürlich auch wie immer vor einer Saison auf die Personalplanung vorbereiten. Und dazu gehen wir als allererstes mal noch nicht in den Swansea-Kader. Ich wollte noch eine Sache gucken. Nämlich bevor wir als Nationaltrainer zurücktreten, wollte ich nochmal ganz kurz etwas nachschauen. Denn solange wir noch Nationaltrainer sind, haben wir natürlich die Stärke-Einsicht bei allen walisischen Spielern. Und die wollte ich mir, auch wenn es ehrlich gesagt ein bisschen unfair ist, aber die wollte ich mir dann doch nochmal ganz kurz zunutze machen und gucken nach eventuell neuen Talenten, die aufgetaucht sind. Rhys Haley ist, glaube ich, kein neues Talent, 25 Jahre alt. Freeman, Burns, zum Beispiel Corey Burns, das scheint ein zufallsgenerierter Spieler zu sein. Hat schon eine Gesamtstärke von 70. Er könnte möglicherweise ein wiedergenerierter Spieler von Ashley Williams oder von James Collins sein. Faire Zweikämpfe hat er schon eine 76. Das ist ja jetzt schon fast auf gleichem Niveau wie Regan Poole. Wie alt warst du? 21, nur ein Jährchen jünger. Arbeitsraten in beiden Bereichen hoch. Schwacher Fuß nur ein Stern. 1,88 groß. Schwacher Fuß nur ein Stern für einen Innenverteidiger. Nicht unbedingt so dolle. Da ist Regan Poole mit 3 Sternen schon deutlich besser. Ist nur die Frage, den wollte ich jetzt nicht nominieren, hoppala, gleich wieder rückgängig machen. Ich wollte eigentlich nur herausfinden, ob man herausfinden kann, bei welchem Verein er spielt. Ich glaube, hier in diesem Menü geht das nicht. Müssen wir uns den Namen vielleicht mal ganz kurz merken. Burns nämlich. Dominic Smith, also Innenverteidiger haben wir sowieso einiges an Talenten auch hinten dran. Ash Taylor, Watkins, dann Aaron Howells, den haben wir schon im Saisoneröffnungspart ganz kurz angeguckt. Der spielt bei Newcastle United, das haben wir schon herausgefunden. Der ist erst 19 Jahre jung. Arbeitsrate defensiv niedrig. What the fuck? Ein Innenverteidiger, der nicht viel nach hinten arbeiten will. Was ist das denn? Na egal, gucken wir noch ein bisschen weiter, ob wir noch irgendwelche zufallsgenerierten Spieler finden, die eventuell interessant werden könnten. Zum Beispiel er hier. Ewan Haley, Ausdauer 68, Stärke, Sprintgeschwindigkeit 73, für einen Innenverteidiger okay. Kopfball hat er auch schon eine 72, okay. 1,97 groß, eine echte Kante, 88 Kilo, Arbeitsrateangriff niedrig, Arbeitsrate defensiv hoch, 2 Sterne, schwacher Fuß. Ist allerdings auch schon 22, ja, auch nicht so interessant. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie gehofft, dass wir hier einen wiedergenerierten Williams oder Collins finden. Aber sieht bislang noch nicht danach aus. Ich gehe nochmal maximal bis Stärke 60 runter. Alles, was da drunter ist, wird wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt noch großartig rauskommen. Danny Greenslade, auch schon 22. Joe Redman, der sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. 23 auch schon. Danny Easter, auch ein generierter Spieler, sieht man immer am Spielergesicht, dass es kein Originalspielergesicht hat. Bei solchen Spielern zum Beispiel, die nur so einen schwarzen Umriss haben, von denen weiß man, das sind wirklich reale Spieler, also die existieren auch in Wirklichkeit. Aber gibt es so ein computergeneriertes Spielerface, Spielergesicht, dann weiß man, die sind auf jeden Fall zufallsgeneriert. Aaron Hughes, der alte Mann, der spielt immer noch. Ah ne, das ist Andrew Hughes. Stimmt, Aaron Hughes ist auch ein Nordire. Oh, Entschuldigung. Das ist mir fast peinlich, dass ich den verwechselt habe. Smith ist auch noch ein generierter Spieler, auch schon 21. Aber ich glaube, auf dem walisischen Markt scheinen jetzt nicht so großartige Talente noch zu sein, die ich ansonsten sehr gerne verpflichten würde. So, die Spalte gucken wir uns noch an. Tom Haley, 21,
Ich glaube, da sind jetzt nicht so wirkliche Kracher-Talente bei. Brown gucken wir nochmal ganz kurz. Der Brown auch schon 22, Ribeiro. Der ist erst 19, hat aber beide Arbeitsraten niedrig. Ne, ich glaube, da finden wir leider keine walisischen Talente mehr, die wir eventuell für uns... Achso, wir müssen Henley austauschen, na toll. Ne, hier finden wir, glaube ich, keine Spieler mehr, die für unseren Verein Swansea City interessant sein könnten. So, Mannschaft absenden. Das war auch das letzte Mal und das letzte, was wir im Dienste der walisischen Nationalmannschaft getan haben. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich zurücktreten. Können wir eigentlich jetzt auch sofort machen. Denn ich glaube, viel mehr Erfolg können wir gar nicht mehr kriegen. Ein Tag nach dem Gewinn der Europameisterschaft tritt Dani Dattel vom Nationaltrainerposten also zurück, um seine verbliebene Zeit voll und ganz seinem Verein Swansea City zu widmen. Und dann sind wir jetzt auch schon beim Kader und beim Thema. Swansea City, das ist unser Kader aktuell gesehen. Wigan Pool ist übrigens gesperrt. Na toll, er ist in der Liga gesperrt, weil er am letzten Spieltag bei Nottingham noch eine rote Karte gesehen hat. Haben wir ja auch im Statistik-Abschlusspart gesehen. Wigan Pool war, ich glaube, mit drei roten Karten in der Saison der Top-Treter in der Premier League. Aber er wurde beim letzten Mal zum Nationalhelden. Doppelpack im Finale. Aber ändert nichts daran, dass unser Kader ein bisschen zu groß ist. Wir müssen ein bisschen aussortieren. Das mache ich jetzt schon mal an dieser Stelle so ein bisschen. Pausen steht da schon auf der Transferliste. Mackenzie Lytle möchte ich ehrlich gesagt gerne verkaufen. Russell und Blissett würde ich gerne verleihen. Rauschenberg höchstwahrscheinlich auch nochmal. Dyer wird auf jeden Fall einfach nur ein Backup sein, genauso wie Neil Taylor. Sollten da Angebote kommen, kann man sich auch überlegen, die abzugeben. Die möchte ich einfach nur noch im Verein behalten, weil sie eben schon so lange bei Swansea City spielen, sehr treue Seelen sind. Deswegen ich möchte sie nicht auf die Transferliste setzen, nur sollten da Angebote kommen, dann müssen wir uns eventuell doch noch überlegen, diese abzugeben. So, Wigan Pool nach seiner Leihe zurückgekehrt, genauso wie Gray, genauso wie Emre Can. Mal kurz im Kader gucken. Norton möchten wir auch abgeben. Der steht ebenfalls auf der Transferliste. Sortieren wir hier noch ein bisschen durch. Die Spieler, die ich verkaufen möchte, kommen natürlich hier ganz nach unten. So, haben wir hier noch irgendjemanden, den wir abgeben wollen. Gorman wird unser dritter Keeper. Shelby ist immer noch so ein Wackelkandidat. Thompson würde ich sehr gerne verleihen auf jeden Fall. Unser mega schottisches Talent, genauso wie Michael Russell. Dann haben wir Poole, dann haben wir Gray. Also Poole wird zum Auftakt der Premier League auf jeden Fall fehlen. Ein bisschen bitter. Und wir haben insgesamt drei Europameister im Kader. Neben Regan Poole auch Neuzugang Gareth Bale natürlich, der im Finale sehr unauffällig gespielt hat. Und Ben Davis, ebenfalls Europameister als Linksverteidiger. So, ich möchte Bale erstmal mit in die Mannschaft nehmen und auch gleich mal in die Startelf beordern. Und eine Elf formen, wie sie eventuell am ersten Spieltag zusammenspielen könnte. Foster Cascade auf jeden Fall gesetzt. Fernandes wird neben, ja, normalerweise Pool in der Innenverteidigung spielen. Aber da wird wahrscheinlich dann erstmal Dominic Loy seinen Job übernehmen müssen. Mit einem sehr hohen Formhoch. Oder wir stellen Umtiti, das können wir auch machen, Umtiti nach innen und werden Ben Davis spielen lassen. Leute dann erstmal nur auf der Bank. McHughes, was wir mit ihm machen werden, weiß ich auch immer noch nicht so ganz genau. Verleihen, verkaufen, behalten. Ich bin mir da noch sehr, sehr unschlüssig. Tofolo Junior ist ja gerade in Verhandlung mit dem SSC Neapel. Die haben 26,5 Millionen Euro zur Erinnerung geboten. Wir haben 50 gefordert. Und die Chance steht wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass die Italiener da eventuell drauf eingehen werden. Müssen wir noch erstmal abwarten. Vorerst wird Ayew für ihn in die Mannschaft kommen. Sigurdsson bleibt erstmal auf dieser Position. Aber wir wollen ja auf jeden Fall noch einen Stürmer holen. Unabhängig davon, ob Tofolo Junior uns verlassen wird oder nicht, möchte ich noch einen neuen Kracher holen im Sturm. Für den Fall, dass Pulgarinho tatsächlich wechseln sollte. 50 Mille. Davon können wir schon ein hartes Kaliber holen. Icardi würde dann hier wahrscheinlich spielen, der neue Stürmer auf der Icardi-Position und Sigurdsson eventuell auf den linken Flügel rausrücken. So könnte die Elf mehr oder weniger aussehen.
Aber eine Frage, die sich noch stellt, und das haben ein, zwei Leute schon vor einigen Parts in den Kommentaren gefragt, und das auch völlig zu Recht. Nach dem Karriereende von Ashley Williams, wer wird eigentlich der neue Kapitän? Und ich weiß leider nicht mehr, wer es war, hatte vorgeschlagen, dass es Gylfi Sigurdsson wird. Und der Meinung bin ich eigentlich auch. Meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder Fernandes, der hier die Kapitänsbinde aktuell trägt, oder eben Sigurdsson. Und ich habe mich dazu entschieden, Sigurdsson wird das Team als neuer Kapitän zur neuen Saison auf das Feld führen. So, gucken wir nochmal ganz kurz auf die Bank. Neben einem neuen Ersatzkeeper suchen wir auch noch einen neuen Aushilfs-Rechtsverteidiger, ein Backup-Rechtsverteidiger. Lemina, Redmond können auf der Bank bleiben. Osako momentan als Ersatzstürmer. Gray möchte ich eigentlich auch zumindest mal mitnehmen. Poganinho, wie gesagt, ist noch in der Schwebe, genauso wie McHughes. Und Emre Can möchte ich eigentlich auch zumindest mit auf die Bank nehmen. Ist nur die Frage, für wen? Für Lemina eventuell. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein knapper Monat bis zum Saisonstart. Es wird eine lange und harte Saison. Dreifachbelastung und so weiter. Aber dazu gleich noch ein, zwei Worte mehr. Und gerade wegen der Dreifachbelastung werden wir Shelvey eventuell doch noch behalten. Oder sollte da ein Angebot, ohne dass wir ihn auf die Transferliste setzen, kommen, werde ich ihn eventuell doch verkaufen. Dann könnten wir für den Fall Rauschenberg sogar noch behalten als ZM-Alternative. Thompson würde ich so oder so gerne verleihen, genauso wie Russell. Blizzard ebenfalls. McKenzie leider verkaufen. Norton verkaufen. Paulsen, die beiden stehen auf der Transferliste. Bei McHughes, wie gesagt, weiß ich noch nicht so richtig, mit ihm etwas anzufangen, weil ich auch noch nicht ganz genau weiß, ob wir noch einen weiteren Innenverteidiger holen wollen. Aber das ist jetzt Stand aktuell der Stand der Dinge. So wird unser Kader Stand momentan aussehen. Gareth Bale steht übrigens kurz vor einer Gelbsperre. Ich schätze mal in der Liga. Bei der nächsten gelben Karte ist er für ein Spiel also gesperrt. Verletzte Spieler haben wir momentan keine. Ach, und guck mal einer an, das wusste ich gar nicht. Toby Alderweireld hat im Finale ebenfalls gefehlt, weil er verletzt war, der Abwehrchef von Tottenham. Nur deswegen hat die Naya von Man City neben Kompany gespielt. Wer weiß, wie das Finale ausgegangen wäre, hätte der belgische Abwehrchef von Tottenham nicht verletzungsbedingt gefehlt. Also noch eine kleine Sache, die wir erst nach dem Finale so nebenbei erfahren haben. Keon Gibbs fällt bei Arsenal 4 Wochen aus. Matic mit Kreuzbandriss noch 2 Monate außer Gefecht. Carvalho, der hat sich ja sogar im Viertelfinale bei der EM gegen Wales, also gegen uns, verletzt. Fällt 13 Tage aus, noch verkraftbar. Alles unter 4 Wochen ist noch alles, denke ich, wirklich vertretbar. Danny Drinkwater wird 6 Wochen ausfallen, wird aber wohl zum Saisonstart fast wieder fit werden. Im Gegensatz zu Wayne Rooney, der sich ja am Saisonende einen Kreuzbandriss zugezogen hat, fällt 5 oder 4 Monate noch bei Man U aus. Alle anderen Vereine bislang noch relativ ohne Verletzungssorgen. So, Nationalteam können wir jetzt natürlich nicht mehr aufrufen. Nach dem Rücktritt, nach dem EM-Titel. So, Spieler verkaufen. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. Umtiti und Karius haben wir schon als unverkäuflich erklärt. Norton, Paulsen stehen auf der Transferliste. Ach, Rauschenberg habe ich doch schon auf die Leihliste gesetzt. Na, warten wir mal ab, ob da noch was Interessantes kommt. Blistedt wollen wir verleihen. Genau, Thompson. Ach, McHughes habe ich auch schon auf die Leihliste gesetzt. Seht mal an, das ist erst 2 oder 3 Parts her, aber ich habe es schon wieder glatt vergessen. Tofolo Junior, wie gesagt, in Verhandlungen. Und den Rest würde ich gerne dann doch erstmal so behalten. Wie gesagt, bei Shelvey mal abwarten, wenn da Angebote kommen. Höre ich gerne zu. Und Mackenzie Lyle können wir eigentlich sogar den Vertrag auflösen, würde ich sagen. Vertrag läuft eh in 12 Monaten aus. Oder wir behalten ihn noch so ein bisschen im Kader und sollte er eine gute Entwicklung nehmen, können wir ihn vielleicht noch später verkaufen, in der Winterpause oder so. Ist er jetzt 17 Jahre jung. Warten wir das vielleicht noch ein bisschen ab. Mit 500 € Gehalt pro Woche ist er jetzt auch nicht allzu teuer. So im Gegensatz zu einem Gareth Bale, der einfach mal 350.000 pro Woche verdient. Immer noch unglaublich. Das hier ist momentan unser Restbudget. Sollten wir Poganinho verkaufen,
haben wir ordentlich Geld am Start. Davon einen neuen Stürmer, einen neuen Rechtsverteidiger und einen neuen Torwart ranschaffen. Und dann bin ich, glaube ich, eigentlich schon fast zufrieden. Wunschliste, können wir mal ganz kurz reingucken. Und ich habe schon eigentlich fast geahnt, es ist wieder eine komplett andere Wunschliste als beim letzten Mal. Denn ich habe inzwischen wieder die Aufnahmesession gewechselt. Und es ist eine Wunschliste, die wirklich vollkommen durcheinander ist. Es sind ja wirklich nur alte Spieler drauf. Eine einzige Sache habe ich offscreen ohne euch noch gemacht. Und zwar habe ich nochmal den Transfermarkt ein bisschen durchstöbert. Und zwar nach Spielern, die auf der Transferliste stehen. Nach Spielern, die momentan keinen Verein haben. Ob da noch irgendwelche interessanten Talente dabei waren. Leider Gottes habe ich da nichts Interessantes gefunden. Der einzige, der einigermaßen interessant war, war er hier. Ishaya Brown. Der Mann, ich glaube aus der Jugend des FC Chelsea, wenn mich nicht alles täuscht, war ja leihweise an Vitesse Arnhem verliehen und ist hier dann im Let's Play zum FC Barcelona gewechselt. Mittlerweile 23 Jahre jung oder 23 Jahre alt. Wurde vom FC Barcelona auf die Transferliste gesetzt. Und er ist auch der einzige Spieler gewesen, der mir so ein bisschen ins Auge gesprungen ist. Kann auf beiden Flügeln spielen. 23 Jahre jung, wie gesagt. Schwacher Fuß 3 Sterne, Spezialbewegung 3 Sterne. Marktwert 5 Mille. Den könnten wir vielleicht nochmal... Ach, den lasse ich schon beobachten. Und da können wir vielleicht auch mal eine Anfrage raushauen. Aktueller Marktwert 5 Mille. Gesamtstärke können wir noch nicht sagen. Ich denke mal, die wird so irgendwie um den Bereich 73, 74 sein oder so. Ich denke, für einen Backup-Spieler können wir den dann durchaus schon holen. Beim FC Barcelona nicht wirklich zum Zuge gekommen. Welchen Stürmer wir holen werden, weiß ich immer noch nicht. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie das mit Pulgarinho sich weiterentwickelt. Ob Neapel wirklich auf unsere Forderung von 50 Mille drauf eingehen wird. Auf Scout-Berichte werde ich, glaube ich, in dieser Saison komplett drauf verzichten. So, und wir haben auch noch zwei neue Mails. Ach, und ich habe ja die Anfrage schon offscreen rausgehauen. Achso, die, weil er auf der Transferliste steht, warten Sie erstmal unser erstes Angebot ab. Okay, interessant. Und wir haben auch ein Transferangebot für Mauro Icardi bekommen. Wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Von Borussia Mönchengladbach. 31 Mille. Ich glaube bislang das schwächste Gebot. Wir haben, glaube ich, auch schon Angebote bekommen von über 40 Mille. Aber der Geschäftsführer sagte schon, realistisch wäre bis zu 47,8. Und unter 50 Mille fangen wir nicht mal an zu verhandeln. Zudem ich Mauro Icardi sowieso überhaupt nicht abgeben möchte. Wenn wir schon Pulgarinho abgeben, können wir nicht auch noch Icardi als weiteren Stürmer abgeben. Das könnt ihr vergessen. Vor allem nicht Borussia Mönchengladbach. Andererseits, die haben uns, glaube ich, damals schon Mané abgekauft. Naja, warten wir es mal ab, wie sich das noch so entwickelt. Jugendscouts haben wir auch schon im ersten Saisonpart rausgeschickt. Sogar gleich drei neue Scouts. Nämlich Josip Bogdanovic, Michael Diamond und Metzwas. Ich liebe einfach diesen Namen. Die sind gerade alle drei dabei, Scouting-Netzwerke aufzubauen. Und die Zeit lassen wir ihnen natürlich auch. Aber jetzt will ich euch noch einen kleinen Wermutstropfen, den ich schon angesprochen habe, zeigen. Und zwar gehen wir dazu in den Kalender. Im Juli ist noch nicht so viel los. Aber wenn wir einen Monat vorangehen, August 2020, da sehen wir zwei Dinge. Erstmal, what the fuck ist das für ein Auftragsprogramm in der Premier League? Erster Spieltag, auswärts beim Vorjahresvierten bei Man City. Zweiter Spieltag. Zu Hause gegen den Tabellenfünften und Champions League-Sieger Manchester United. Dritter Spieltag. Auswärts beim Tabellenzweiten des Vorjahres beim FC Chelsea. Vierter Spieltag. Zu Hause gegen den Tabellenachten der Vorsaison, unseren absoluten Angstgegner, die Tottenham Hotspurs. Was zur Hölle ist das für ein heftiges Auftaktprogramm? Und ihr seht noch etwas, was ich erst gar nicht so richtig verstehen konnte. Wir müssen, obwohl wir in der Vorsaison Dritter wurden, durch die blöde Champions League Qualifikation. Und dort treffen wir auf den schottischen Vizemeister von Dundee
United. Und da haben wir ehrlich gesagt, wenn man so die anderen Mannschaften sich anguckt, auf die wir hätten treffen können, zum Beispiel Panathinaikos Athen oder RB Salzburg, da haben wir vermeintlich noch ein relativ leichtes Los bekommen mit Dundee United. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen in diesem britischen Duell. Schottischer Vizemeister gegen die stärkste walisische Mannschaft, Vereinsmannschaft, wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Wir müssen zuerst auswärts ran und im Rückspiel dann zu Hause. Sollten wir in Normalform irgendwie schaffen, aber eigentlich dachte ich mit dem dritten Platz, dass wir diese blöde Qualifikationsrunde umgangen wären. Aber es wird wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein, weil eben Manchester United Champions League-Sieger geworden ist. In der Liga sind sie zwar nur Fünfter geworden, aber durch den Champions League-Sieg scheinen sie, das ist jetzt einfach meine reine Vermutung, scheinen sie sich direkt für die Champions League qualifiziert zu haben. Und deswegen ist Swansea praktisch um einen Platz nach unten gerutscht und muss deswegen eben doch durch die blöde Qualifikation. Und da sieht man, dass der Sieg gegen Norwich am letzten Spieltag extrem wichtig war. Denn ansonsten hätten wir auf Platz 4 gestanden und wären nur in die Europa League gekommen. In der spielt nun Man City. Arsenal und Chelsea ja sowieso fix in der Champions League. Wie gerade gesagt, vermutlich auch Manchester United fix in der Champions League. Und wir müssen also durch die blöde Quali-Runde. Wir können noch mal ganz kurz bei Begegnung gucken, wer sonst noch so in der Champions League Quali ran muss. Erstmal Copa Europa. Dort spielt Man United gegen Bayer 04 Leverkusen. Champions League Sieger gegen Europa League Sieger. Das hier also die die Playoff Runde in der Champions League mit insgesamt 10 Partien. Wir spielen zunächst am 18.8. auswärts bei Dundee United. Leverkusen, der Europa League Sieger, muss bei Rapid Wien ran. Also Nachbarschaftsduell mehr oder weniger. Salzburg gegen ZSKA Moskau auch interessantes Duell. Panathinaikos gegen Ajax. Ja. Am darauffolgenden Tag die Young Boys aus Bern gegen Saint-Étienne, Genk gegen Galatasaray. Neapel. Die Italiener müssen auch durch die Qualifikation. Der mögliche, bald neue mögliche Arbeitgeber von Pulganinho. Die spielen gegen Lech Posen. Malmö aus Schweden spielt gegen Kopenhagen. Und Atletico Madrid hat es wahrscheinlich mit den schwächsten aller Qualifikationsgegner zu tun, nämlich die Shamrock Rovers aus ihr Land. Aber wie gesagt, mit Dundee United haben wir dann noch ein vermeintlich leichtes Los bekommen. Aber wir wissen ja, die Stärken der Schotten, die kommen über viel Kampf und Einsatz. Es wird kein einfaches Spiel oder keine zwei einfachen Spiele. Hin- und Rückspiel liegen nur 8 Tage dazwischen. Das wird ein Hammer August, ein Hammer Auftakt in diese 6. Saison, die 3. Saison mit den Schwänen von Swansea. Aber Dani Dattel hat ja am Vortag deutlich sehr viel Selbstvertrauen getankt nach dem EM-Titel mit der walisischen Nationalmannschaft und hat, glaube ich, weltweit im Fußballbereich noch mehr Respekt vor den Walisern damit eingehaucht. Was wiederum auch ein kleiner Nachteil ist, vielleicht für Swansea City, wo auch einige Waliser spielen ja mittlerweile, dass die Vereine, wenn sie gegen Swansea spielen, vielleicht sogar noch einen Ticken mehr Demut haben und noch defensiver spielen als ohnehin schon. Wir hatten ja schon in der Vorsaison einige Gegner gehabt, die sich gegen Swansea hinten reingestellt haben. Und ich glaube, das wird in der laufenden Saison gegen vermeintlich schwächere Gegner noch häufiger jetzt passieren. Werden wir beobachten. Ansonsten, irgendwas wollte ich euch noch zeigen, aber ich glaube, das war jetzt erstmal so das Wichtigste. Und so langsam können wir dann vielleicht auch gleich im Kalender vorangehen. Aber vorher wollen wir noch ein paar Neuzugänge generieren. In Sachen Innenverteidiger warte ich noch ein bisschen ab. Genauso wie in Sachen Sturm, bis wir da eventuell Pogacar verkauft haben. In Sachen Rechtsverteidiger und Ersatztorwart möchte ich aber schon mal gerne aktiv werden. Und eigentlich hatte ich vor, Adam Hendley zu verpflichten. Aber ich glaube, den können wir momentan kein Angebot machen. Also wir können ihm schon ein Angebot machen, aber er kann keinen Vertrag unterschreiben, weil er sich ja im EM-Halbfinale verletzt hat und 4 Wochen verletzungsbedingt ausfallen wird. Deswegen haben wir momentan, glaube ich, gar keine Chance, ihn zu verpflichten. 26 Jahre alt, wäre eigentlich ideal
als Backup für Mark Foster-Cascay. Aber wenn wir diesen walisischen Nationalspieler nicht verpflichten können, wollen wir zumindest einen anderen walisischen Nationalspieler verpflichten, nämlich den Torwart Wayne Hennessey, der auch nicht allzu viel kosten wird. Crystal Palace fordert nur 3,9 Mille für den 33-Jährigen. Wir bieten einfach mal 3 Mille. Ich denke mal, Rolle im Kader ist auch nur Rotationsspieler. Hennessey ist ja nur die Nummer 2 bei Crystal Palace. Würde bei uns auch sein. Aber dass er ein sehr, sehr solider Backup ist, hat er bei der EM, denke ich, unter Beweis gestellt. Deswegen, Hennessey soll die neue Nummer 2 werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Callum Williams war, glaube ich, noch ein Talent von Fulham, genau. Jenkinson wäre noch ein Rechtsverteidiger, Backup-Alternativspieler. Kane, Haller wären noch Stürmer-Alternativen. Trippier war ja mein Wunschspieler rechts hinten. Ist mir aber ehrlich gesagt vielleicht doch ein bisschen zu teuer. Jenkinson wäre auf jeden Fall ein bisschen billiger. Und ich glaube auch noch ein Jährchen jünger. Howells, das walisische Talent von Newcastle. Hitz wäre vielleicht auch noch eine Variante als Ersatztorwart, aber ich glaube, mit Hennessey würden wir da schon ganz gut fahren. Ansonsten, die Anfragen können wir erstmal hier noch behalten bei den E-Mails, aber warten da vielleicht noch ein bisschen ab, was sich sonst noch so entwickelt. Ach, und guck mal an, was da schon steht. Die Medien sind ja top aktuell und auf Zack. Daniel Dattel tritt als Wales-Trainer zurück. Liverpool hofft, Pogba bald zu verpflichten. Die Transferphase ist natürlich schon im vollen Gange. Aber ich sage noch einmal, so viel möchte ich eigentlich gar nicht am Kader verändern. Wie gesagt, im Optimalfall, im Höchstfall 4 Neuzugänge. Vielleicht noch 3 oder 4 Abgänge. Und dann steht unser Kader, denke ich, zur kommenden Champions League Saison. In der Zwischenzeit ist Otstuev, der Russe, für 17,5 Mille von Espanyol Barcelona zu, ich glaube, das ist das Logo von Stade Rennes. Nicht Rennes, sondern Reims oder Rennes, wie man sie auch immer ausspricht. Selbst so ein durchschnittlicher französischer Erstligist kann mittlerweile solche Summen bezahlen. So, wir gehen ein bisschen voran und bekommen gleich schon mal ein Leihangebot. Hoffe ich mal, für Aidit Blissett von Juventus Turin. Ah, da kommt ihr doch sowieso nicht zum Spielen. Wenn Juventus Turin, die ihn wahrscheinlich für ein großes Talent halten, eine Kaufoption noch irgendwie mitgeben würden, dann wäre das irgendwie verständlich. Aber was bringt es bitte Juventus Turin, ein Talent einfach nur ein Jahr lang zu leihen, ohne irgendwelche Option? Ich möchte, dass Blizzard auch irgendwo zumindest ein bisschen Spielpraxis sammelt. Deswegen lehnen wir das Angebot von Juventus hier mal ab und hoffen, dass sich ein englischer Zweit- oder Drittligist meldet, wo er sicherlich ab und zu zumindest mal spielen kann. Man City auf Alaba bald zu verpflichten. Ich glaube Alaba, ich weiß gar nicht, wo der mittlerweile gelandet ist. Nicht mehr bei den Bayern, oder? Wo ist der gelandet? Steht das da? Entweder steht das da nicht oder ich bin gerade blind. Ach, Valencia. Von den Bayern zu Valencia mittlerweile gewechselt. So war das, meine lieben Freunde. An diesem Tag kein Transfer passiert, deswegen gehen wir einen weiteren Tag voran und werden schon wieder unterbrochen. Mit einem Abschlussbericht zu Callum Williams, das war eins der angesprochenen Talente. Wow, Gesamtstärke 49. Ich glaube, aus dem wird nicht so viel, meine Freunde. Transferangebote für Icardi und sieh eine an für Jonjo Shelvey. Erstmal Icardi, da bietet Hoffenheim 39 Mille. Ach, wisst ihr was, bei Icardi sagen wir jetzt einfach mal sofort, Angebote ablehnen, künftig untersagen. Wenn wir schon Pogacar verlieren, werden wir nicht auch noch gleichzeitig Icardi verlieren. Das ist jetzt interessant. Celta Vigo bietet 18,5, aber Shelvey hat einen Marktwert von 21 Mille. Normalerweise kommen Angebote von den CPU-Vereinen nur unter dem Marktwert, wenn ein Spieler auf der Transferliste steht. Aber er steht nicht mal auf der Transferliste, von daher ist das natürlich viel, viel zu niedrig. Ich sag mal, sollte ein Verein so um die 25 bieten, werde ich ihn wahrscheinlich verkaufen. Wir fordern einfach mal 26,5. Vielleicht kommt Celta Vigo, die Spanier, auch noch ein bisschen
entgegen. Und ich überlege gerade, ob wir Brown, Aisha Brown, Aishaya oder wie spricht man ihn aus? Aishaya, oder? Aishaya Brown. Machen wir einfach mal ein Angebot in Höhe von 3 Mille. Ich meine, das Geld haben wir. Dann haben wir noch einen interessanten Backup. Einen jungen englischen Backup-Spieler für die Außen. Warum nicht? Warten wir es mal ab, was Barcelona dazu sagt, die ihn ja loswerden wollen. Gucken zwischendurch immer auf die Transfers. Wieder nichts passiert. Wow, guck mal eine an. Neapel verhandelt mit PSG über Della Fiore-Wechsel. What the fuck? Also Neapel will da anscheinend Top-Sturm-Talente holen. Die baggern an Pulganinho und wollen auch noch Della Fiore. Und ich glaube, der eine oder andere Fuchs unter euch hat bestimmt schon ein bisschen herausgehört im ersten Saisonpart, dass ich gerne Della Fiore als möglichen Pulganinho-Ersatz holen würde. Aber selbst wenn wir Pulganinho verkaufen würden, bezweifle ich immer noch, dass das Geld unser Budget ausreichen würde, um Della Fiore zu verpflichten. Aber ich würde es gerne probieren. Aber wenn Neapel uns den jetzt wegschnappt, den guten Gianluca, dann haben wir da sowieso keine Chance. Okay, da müssen wir also wirklich noch ein bisschen weiter abwarten. Die Italiener, die machen alles kaputt. Na, pass jetzt auf. Jetzt lehnen sie gleich das Gegenangebot für Pulganinho ab. Und einen Tag später verpflichten sie Della Fiore oder so. Das wäre jetzt der Oberhammer. Gehen wir noch ein bisschen voran. Nächstes Transferangebot für Regan Poole. Das hat ja nicht so lange auf sich warten lassen. Der neue Nationalheld Regan Poole bekommt ein Transferangebot. Okay. Ich habe ehrlich gesagt jetzt so eher damit gerechnet, vielleicht ein Verein im Kaliber von Atletico Madrid oder sowas. Oder ein englischer Topverein. Nein, Dundee United möchte ihn verpflichten. Und wir haben doch vor wenigen Minuten erfahren, Dundee United ist unser nächster Gegner in der Champions League Qualifikation. Und bei Regan Poole sage ich auch sofort, alle Angebote ablehnen, künftig untersagen. Mit Regan Poole werden wir ganz fest in der Innenverteidigung einplanen. So, Neapel. Okay, also der erste Teil ist schon mal wahr geworden, denn Neapel hat unser Gegenangebot in Höhe von 50 Mille abgelehnt. Und jetzt werden sie wahrscheinlich versuchen, sich an Della Fiore noch näher ranzuschmeißen. Interessant. Lukaku bleibt Newcastle treu, genauso wie Lansbury bei Nottingham bleibt. Den Haag wollte den verpflichten, auch sehr interessant. Also die vermeintlich Kleinvereine aus aller Welt, sie haben anscheinend mittlerweile auch viel Geld und wollen's ausgeben. What the fuck? Van Ginkel, den wir einst vom FC Chelsea nach Köln holten, wechselt für 19,5 Mille zum FC Augsburg. Wo haben die Augsburger vermaledeite Axt so viel Geld her? Ich kann mich ganz dunkel erinnern, in der Vorsaison haben sie auch schon einen ähnlichen Spieler für eine ähnliche Summe gekauft. What the fuck? Neapel lehnt jüngstes Angebot von Swansea ab, soll uns dann auch nicht weiter stören. Ist ja nicht so, als ob ich Pulganinho unbedingt abgeben muss oder möchte. Das auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich freue mich sogar, dass er dann doch noch vorerst bleibt. Dann, nichtsdestotrotz, brauchen wir trotzdem, glaube ich, noch einen weiteren Stürmer. Allerdings keine so hohe Preisklasse wie eben zum Beispiel ein Della Fiore. Müssen wir noch ein bisschen abwarten und überlegen, wen wir da holen wollen. Als Rechtsverteidiger würde ich ehrlich gesagt tatsächlich gerne den aktuell verletzten Hanley holen. Jenkinson wäre, glaube ich, so die erste Alternative. Wo ist er denn? Da ist er, Adam Hanley von Blackburn. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Vielleicht können wir ihn auch verpflichten, obwohl er momentan verletzt ist. Wir bieten einfach mal 5 Mille. Geld haben wir auf jeden Fall übrig. Und von seinen Qualitäten konnten wir uns ja hautnah schon bei der EM überzeugen. Also er wäre sogar momentan echt mein Wunschkandidat als Backup für Mark Forster Cascay. So, ich weiß gar nicht, warum ich wieder so nervös durch die Menüs scrolle. Wir gehen noch ein bisschen voran. Palace hat schon akzeptiert. Guck mal an, 3 Mille für Wayne Hennessey. Er möchte 35.000 Gehalt, das bekommt er für ein Jahr.
Na komm, wir bieten ihm mal 2 Jahre. Und er ist bei uns auf jeden Fall ein Rotationsspieler, denn ihn plane ich auf jeden Fall in den nationalen Pokalwettbewerben einzusetzen, sprich im FA Cup und im Capital One Cup. Für 2 Jahre sollte er aber ja schon unterschreiben. Dann wäre ich höchst zufrieden, wenn das klappen würde. Brown gucken wir auch nochmal oder warten wir nochmal kurz ab, ob das ebenfalls etwas wird. Weitere Transfers, AJT wird verliehen an Vitesse Arnhem. Leverkusen verhandelt mit Neapel über Insigne-Wechsel. Also Napoli, der SSC Neapel, ist gerade auch auf vielen Fronten, gerade im Sturmbereich unterwegs. Vielleicht wollen sie ja gerade deswegen Ersatz für Insigne schon verpflichten. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall momentan unser Budget. Und ich denke, sollten wir auch noch einen Rechtsverteidiger ranholen, sollten wir eigentlich noch ein bisschen Kohle übrig haben. Vor allem, wenn wir Josef Paulsen noch verkauft bekommen, den wir eventuell auch noch als Tauschspieler mit anbieten könnten. Mache ich zwar wegen des Realismus gerade relativ ungerne, Tauschspieler anbieten. Aber in dem Fall könnte man das durchaus eventuell in Erwägung ziehen. Wir gehen noch ein bisschen voran. Transferangebot inakzeptabel. Die wollen 6,5 für Brown, der auf der Transferliste steht, wohlgemerkt. Ich erhöhe mal ein bisschen auf 3,5. Wir haben zwar momentan ein bisschen Kohle übrig, aber trotzdem müssen wir so viel sparen, wie wir nur können. Das ist weiterhin meine Devise. So, Celta de Vigo erhöht das Angebot für Shelby auf 19,5. Ist immer noch unter Marktwert, meine Freunde. Deswegen gehen wir mal ein bisschen runter, 26,25. Also 25 Mille möchte ich dann schon eigentlich für den englischen Nationalspieler haben. Kam bei der EM immerhin 2-mal zum Einsatz, genauso häufig wie Ross Barkley. Mackin Cox sagt nein zum FC Metz, das ist sehr schade, während Laber nicht für 16,5 zum FC Toulouse wechselt. Gehen wir noch ein bisschen voran, ich weiß nicht, wie weit wir... Oh, jetzt sind wir mal 2 Tage vorangekommen. Inakzeptabel, das Angebot für Adam Henley. Die wollen 6,5, dann bieten wir mal 6. Wie gesagt, bei ihm weiß ich nicht, ob wir ihn überhaupt verpflichten können aufgrund seiner Verletzung. Müssen wir mal abwarten. Aber Hennessey hat schon mal akzeptiert. Das freut uns doch. Und damit haben wir schon mal den ersten Transfer unter Dach und Fach, liebe Freunde. Okay, vielmehr den zweiten Transfer. Gareth Bale ist ja schon ablösefrei zu uns gekommen. Und jetzt haben wir einen weiteren Europameister bei uns im Kader. Wayne Hennessey, Gesamtstärke immer noch 73. Jetzt muss ich erstmal wieder ganz kurz sortieren. Rauschenberg möchte mir noch verleihen. Gorman können wir mal dorthin setzen. McHughes weiß ich immer noch nicht so richtig. Dyer Wackelkandidat eigentlich. Natürlich doof, dass Pool jetzt zumindest im ersten Ligaspiel gesperrt fehlen wird. Aber gut, da können wir natürlich nichts dran ändern. Wayne Hennessey haben wir jetzt also im Kader. Und ich möchte auf jeden Fall auch die Trikotnummern, das habe ich völlig vergessen, noch einstellen. Denn ich wollte auf jeden Fall Gareth Bale nicht die Rücknummer 7 geben, sondern die Rücknummer 11. Und Icardi dadurch von der 11 die 9 geben, die Rücknummer des Torjägers. Paulsen, der die Nummer vorher trug, kann irgendeine andere Nummer bekommen. Das ist mir ehrlich gesagt shit egal. Den geben wir einfach mal die 51, weil ich mit Paulsen ohnehin nicht mehr plane. Hennessey die 12. Die 12 möchte ich eigentlich freilassen. Genauso wie die Rücknummern 6 und 7. Habt ihr ja schon mitbekommen. Die beiden Vereinslegenden Ashley Williams und Leon Britton haben ihre Karrieren beendet. Und die beiden Rücknummern möchte ich auch nicht neu vergeben. Hennessey möchte ich eigentlich die 13 geben. Sollte die keiner tragen. Oh, Mackenzie Lyle. Aber der ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Der bekommt auch irgendeine hohe Rückennummer, die 47 meinetwegen. Dann kann Hennessey zur Rückennummer 13 wechseln. Wunderbar, hätten wir das auch geklärt. Also einen Neuzugang haben wir schon mal verpflichtet. Adam Henley, mal abwarten. Jetzt können wir erstmal das Training wieder einstellen. Thompson kann ein bisschen im Abschluss trainieren, wieso nicht? Blizzard kann auch ein bisschen trainieren. Statt Gorman können wir vielleicht noch einen anderen mitnehmen. Zum Beispiel Foster Cascade. Oder vielleicht Dominic Leu noch eine zweite Einheit verpassen.
Oder Wigan Pool. Oder Rauschenberg, solange er noch bei uns im Kader ist. Hat sein Marktwert verschlechtert. Was zur Hölle? Warum hat er seinen Marktwert denn verschlechtert? Rauschenberg auch so ein Allrounder, der auf der 6 als auch auf der 10 spielen kann. Aber am besten eben auf der 8. Oh, seine Defensivwerte sind gar nicht so doll. Ich dachte, der wäre im Defensivbereich sogar fast ein bisschen besser als im Offensivbereich. Wie gut ist er im Schuss? Also im Abschluss ist er auch nicht besonders stark. Ist jetzt die Frage, wollen wir ihn ein bisschen defensiver noch ausbilden oder offensiv? Ich würde schon fast sagen, eher ein bisschen defensiv. Er ist auch so der typische Yannick Gerhardt, so vom Spielertyp her. Dauerläufer, kann von allen so ein bisschen... Oh, gleich zweimal die Note F bei Gray, der von seiner Leihgabe bei Southampton zurückgekehrt ist, und auch Dominic Loy mit der ersten schlechten Trainingseinheit, seitdem er Spieler von uns ist. Southampton verpflichtet Jake Keane für 22,5. Das ist doch ein Torwart, oder? Wenn mich hier gerade alles täuscht. Jansen, neuer holländischer Nationalspieler, absoluter Top-Torjäger vom AZ Alkmaar für 4,3 Mille zum RS Lens. Das ist mal ein echtes Schnäppchen. Während der FC Sevilla sich irgendein Talent von Atletico Madrid angelt. Und Southampton, Jake Keane ist doch ein Torwart, oder? Ja, ist ein Torwart. Ach, und zwar natürlich vom Absteiger Norwich City. Die haben ja, wie wir schon gesehen haben, viel zu viele Torhüter. Wadi haben sie, glaube ich, auch schon verkauft. Das sieht ja schon fast nach System aus, wie Norwich City da vorgeht. Dass sie endlich mal ihre Torhüteranzahl ein bisschen verringern. Respekt Norwich. Aber dazu mussten sie anscheinend erst absteigen, um das zu erkennen. Abschlussbericht zu Jenkinson. Hat eine Gesamtstärke von 77, der Mann vom FC Arsenal. Ein offensiv ausgelegter Außenverteidiger auf jeden Fall. Ist natürlich deutlich mehr wert als Adam Henley. Ist allerdings auch ein bisschen älter. Und eben kein Waliser. Ich glaube, Henley ist momentan mein Wunschkandidat immer noch. Oh, und wir bekommen ein Transferangebot für Danny Rauschenberg. Warum wollen immer diese Top-Vereine unsere Spieler ausleihen? Was soll das? Real Madrid. Ich glaube, Rauschenberg war schon mal eine halbe Saison an Barcelona verliehen. Das mache ich nicht nochmal. Rauschenberg soll irgendwo hin verliehen werden, wo er auch spielen kann. So, Celta Vigo hat ihr Angebot über den Marktwert erhöht. Respekt. Haben jetzt 22 geboten. Und da gehe ich sogar dann auch auf 25 runter. Sollten die Spanier das bieten, dann würde ich sagen, werden wir Shay Bay, der in der letzten Saison doch stark enttäuscht hat, verkaufen. So, Hennessy akzeptiert, haben wir schon gesehen. Barcelona wieder abgelehnt. Summe ist zu niedrig. Wo ist er denn? Der gute Brown. Neues Angebot unterbreiten. Erhöhen wir dann mal auf 4. Ich mache das wirklich ganz, ganz langsam. Wenn er schon auf der Transferliste steht, dann möchte ich nicht über den Marktwert bezahlen. Lieber FC Barcelona, mal gucken, was die Katalanen dazu sagen werden. So, nochmal ein ganz kurzer Blick auf den Kalender. Wann es genau losgeht? Oh, schon am 10. August. Das ist ja gar nicht mehr so lange. Nicht mal mehr 3 Wochen bis zum Saisonstart. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, das wird ein echter Hammermonat. Eigentlich müssen wir in der Liga schon fast ein paar Kräfte schonen, damit wir sicher dann die United besiegen und damit auch sicher in die Champions League kommen. Ach, das wird echt eine Phase, wo wir schon sehr früh anfangen müssen zu rotieren. Abschlussbericht zu Bastian Brosinski. Das ist noch ein Spieler, den ich ebenfalls offscreen gefunden habe. Ein Talent vom 1. FC Köln nämlich. Ich habe mir nochmal den alten Kader der Kölner angeguckt. Hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel dran verändert. Gesamtstärke 55. Seine körperlichen Attribute sind schon sehr, sehr gut für einen 17-Jährigen. Allerdings weiß ich nicht um seinen Talentstatus. Steht auf der Leihliste. Naja, wir haben ihn jetzt im Bericht. Vielleicht ist er ja interessant. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten. Blackburn hat akzeptiert. 6 Mille für Adam Henley.
Das war jetzt die kleine Hürde. Die größere Hürde wird sein, ob er durch den Medizincheck kommt und den bestehen kann wegen seiner Verletzung. Falls ja, was machen wir denn jetzt hier? Wichtiger Stammspieler ist er nicht, Rotationsspieler. Ich weiß nicht, ob er damit zufrieden sein wird, denn bei seinem aktuellen Verein, bei Blackburn, ist er sogar ein essentieller Stammspieler. Wir probieren es einfach mal. Aber ich habe so meine Zweifel, dass er durch den Medizincheck durchkommen wird. So, Celta Vigo hat überlegt und akzeptiert die 25 Millionen Euro. Chevy also steht kurz vor dem Abgang nach Spanien. Noch ein bisschen mehr Kohle, die uns dadurch dann zur Verfügung gestellt wird. Abschlussbericht zu Marvin Hitz. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, da wir schon Hennessey verpflichtet haben als neue Nummer 2. HSV verpflichtet Luan für 28 Mille. Von West Ham United übrigens. Also der Brasilianer wechselt von meinem Lieblingsverein aus England zu meinem Lieblingsverein aus Deutschland. FC Bournemouth sollte keine Probleme haben. Okay, ach, da geht es schon in Richtung Saisonprognose. Hertha BSC verpflichtet Ron Robert Zieler für 24 Mille. Also Köln scheint hier einige Spiele abzugeben. Was ist da denn los? Liverpool verhandelt mal wieder mit den FC Bayern über Götzewechsel. Arsenal will die Meisterschaft, der Titelverteidiger. Das war wohl so zu erwarten. Bueno wechselt zu Sampdoria Genua. Und Köln verliert ein weiteres Mal ihren Stammtorwart. Okay, West Ham hat auch ordentlich Geld eingenommen. Doria sagt meist nur 5 ab. Und jetzt sind es, glaube ich, nur noch gute 2 Wochen bis zum Saisonstart. Und Barcelona hat schon wieder nicht akzeptiert. Die wollen 6,5. Das ist er mir ehrlich gesagt aber nicht wert. 5 Mille, marktwertgetreu, würde ich noch ausgeben. Aber mehr ist er mir ehrlich gesagt auch nicht wert. Sonst lassen wir es eben sein. Ist er nicht so, als ob wir ihn bräuchten. Wäre halt nur ein netter Backup vom Backup. Wenn man so will. Eigentlich brauchen wir den gar nicht. Unser Kader sowieso schon groß genug. Nathan Dyer haben wir für die rechte Außenbahn ja auch noch zur Verfügung. Ach, wisst ihr was? Wir lassen die Verpflichtung von Brown, denke ich, doch einfach sein. Sollte Barcelona das nächste Angebot zumindest ablehnen, dann werden wir da von einer Verpflichtung von absehen. Dortmund hofft, Proms bald zu verpflichten. Ein weiterer Spieler von West Ham United. Man City hofft schon wieder Alaba zu verpflichten. Das reißt auch nicht ab, das Interesse. So, ein weiterer Tag voran. Und dann ist schon bald Premier League Start. Abschlussbericht zu Brown. Den habe ich auch noch scouten lassen. Ist nur bei einer 74. Den habe ich ehrlich gesagt sogar ein, zwei Stärkepunkte besser eingeschätzt. Noch ein Grund mehr, ihn nicht zu holen. Ich glaube, da halten wir natürlich doch tatsächlich Abstand von einer Verpflichtung. Danny Rauschenberg, das nächste Angebot von Newcastle. Da ist die Frage, kommt er bei den Magpies wirklich zum Einsatz? Newcastle ja auch eine gute Saison gespielt. Werden, glaube ich, sogar Ende Europa League spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir zögern mal und warten vielleicht noch ein bisschen ab, ob da noch andere Angebote reinkommen. Auf jeden Fall interessanter als ein Angebot von Real Madrid, ihn dorthin zu verleihen. So, Trainingswoche, die nächste. Rauschenberg lassen wir noch ein bisschen drin. Gray möchte ich im Abschluss trainieren. Loi im Passspiel, das ist okay. Lassen wir erstmal alles, denke ich, so. Und werden ein weiteres Mal simulieren. Das war mal eine komplette C-Woche. Nämlich alle 5 mit der C-Benotung. Aber Blizzard hat immerhin einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt auf einer Gesamtstärke von 65, okay? Mehr Durchschnitt geht ja schon fast gar nicht. Memedi sagt, ich bleibe, Mangala sagt, ich bleibe, ich sag, ich bleibe und alle sagen, wir bleiben. Andrade Bittencourt, auch ein sehr interessanter Name, leihweise gewechselt. Holt der FC Liverpool den Titel? Bei allem Respekt vor Jürgen Klopp, ich glaube, da gibt es Vereine, die noch ein bisschen besser einzuschätzen sind. Und dazu zähle ich nicht unbedingt Swansea City, sondern natürlich Arsenal und Chelsea allen voran. Aber auch die beiden Clubs aus Manchester sind da, glaube ich, noch ein Ticken besser, stärker einzuschätzen. So, wir gehen noch ein bisschen voran und hoffen, dass wir. Oh, Henley akzeptiert.
Tiert. Transferverhandlung abgebrochen. Oh, Leute. Chef, die Verhandlungen zwischen Shelby und Zedavigo wurden abgebrochen. Grund, er möchte derzeit nicht umziehen. Und ich möchte nicht, dass du hier bleibst. Dann geh doch halt nach Spanien, da ist es viel, viel wärmer. Deshalb hat sich Zedavigo aus den Gesprächen zurückgezogen. Okay, Shelby bleibt also doch erstmal hier. Aber immerhin scheint Adam Henley zu uns zu wechseln. Jo, das geht. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Irgendjemand von euch hatte mal, das war schon ewig her, in die Kommentare geschrieben, dass man Spieler nicht verpflichten kann, wenn sie verletzt sind. Und ich war eigentlich derselben Annahme. Vielleicht kommt es so ein bisschen drauf an, auf die Schwere der Verletzung. Denn Henley fällt, glaube ich, jetzt noch 3 Wochen aus, also ist nicht allzu schwer verletzt. Könnte damit zusammenhängen. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben jetzt auch schon unseren Backup für die Rechtsverteidigerposition. Und begrüßen damit gleichzeitig... Ach, guck mal an, er ist nur noch angeschlagen. Er hat nur noch ein Pflaster. Ah, warte mal ganz kurz. Vielleicht zählt er auch jetzt damit gar nicht mehr als verletzt. Denn er ist schon wieder im regulären Training. Verstauchter Knöchel noch 9 Tage, dann ist er wieder 100% fit. Wird uns also auch theoretisch zum Saisonstart wohl dann zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, wir haben einen weiteren Europameister verpflichtet. Sehr, sehr cool. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen sortieren. Thompson dahin, Matthews dahin, Schelmer dahin. Und Henley möchte ich zumindest mal gerne auf die Bank mitnehmen. Wie viele Europameister haben jetzt eigentlich im Kader? Mal ganz kurz gucken. In der Stammelf Ben Davis und Gareth Bale natürlich, die auch Stammspieler der Nationalelf waren. Zudem Henley, der das Finale leider verletzungsbedingt gefehlt hat. Hennessey, die Nummer 1 aus Wales. Regan Poole war da mit dabei. Das macht schon mal 5. Und natürlich auch noch Neil Taylor, der allerdings nur einmal zum Einsatz kam während des Turniers. Aber damit haben wir 6 Europameister im Kader. Sehr, sehr nice. 6 Mille Ablöse. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass wir Henley verpflichten können. Aber jetzt ist er da. Und ich freue mich natürlich. Nein, da wollte ich nicht hin. Denn wir wollen ihm noch eine Trikotnummer verpassen. Ich glaube, bei Blackburn trägt er die 15 oder die 16. Kann das sein? Ah, wir müssen auch noch unseren wieder zurückgekehrten Spielern wie Chan auch noch neue Rücknummern verpassen. Ich glaube, dass da warte ich noch ein bisschen ab. Regan Poole hat die 6, die soll er auf jeden Fall nicht bekommen. Ich glaube, er hatte die 41, kann das sein? Oder hatte Tofolo Jr. die 41? Ach, wisst ihr was, Leute, das mache ich, glaube ich, offscreen. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Bei der sehr, sehr spannenden Rückennummernverteilung. Ich glaube, das kriege ich tatsächlich noch offscreen ohne euch hin. Das ist jetzt aktuell noch unser Restbudget. Gute 30 Mille. 200.000 Euro Gehaltsbudget. Davon müssen wir uns jetzt noch einen neuen Stürmer ranholen. Pausen und Norton stehen immer noch auf der Transferliste. Und wir müssen auch noch ein paar Spieler verliehen bekommen. Ich denke, bei Rauschenberg haben wir wahrscheinlich ein paar Alternativen, wo wir ihn hinverleihen können. Da warten wir noch ein bisschen ab. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf den Kalender gucken. Ja, es ist nicht mehr lange Zeit. Bis zum ersten Saisonspiel gegen Man City. Und ihr habt schon gesehen, wir spielen am Montagabend. Wir haben also das Abschlussspiel des ersten Spieltages. Und jetzt sind wir schon im nächsten Monat. Im Monat August nämlich. Der Horrormonat. Swansea City gewinnt Rennen um Adam Henley. Das haben wir live miterlebt. Und Proms wechselt für 56 Mille zum BVB nach Dortmund. Also West Ham schaufelt in dieser Sommerpause sehr viel Geld. Holy fuck. Altidor, der US-Boy, ehemaliger Premier League-Spieler, wechselt von den USA nach Frankreich zum RS Lens. Und Martin Hinteregger, der österreichische Nationalspieler, wechselt für 21,5 zu Atalanta Bergamo nach Italien. Proms übrigens bislang der teuerste Transfer in dieser Transferperiode. Shelby sagt, ich bleibe. Auch das haben wir live mitbekommen. Southampton hat Euroleague-Ambitionen. Aber gerade in der Premier League wird es sehr schwer, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Monatsbericht Jugendmannschaft und eine Trainingsverletzung.
Oh, leck mich doch an den Füßen. Beim letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. Unglücklicherweise lautet die Diagnose für Federico Fernandes Außenbandverletzung. Er fällt 3 Monate aus. Und damit hat sich auch die Frage erübrigt, ob wir noch einen neuen Innenverteidiger brauchen. Denn spätestens jetzt brauchen wir doch noch einen neuen für das Abwehrzentrum. So ein Scheiß. Transferangebot für Rauschenberg, das haben wir noch offen gelassen. Monatsbericht Jugendmannschaft wurde ein bisschen aktualisiert. Aber ich glaube nicht, dass einer von den 3 Verbliebenen es in den Profikader schaffen wird. Oh, ist das ärgerlich. Also jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Dafür haben wir jetzt noch 30 Mille zur Verfügung. Und die Wunschliste wurde natürlich wieder komplett auseinandergerissen. Da haben wir momentan nur Jeffrey Bruma als Alternative draufstehen. Das ist natürlich wieder komplett für den Allerwertesten. Fernandes müssen wir jetzt natürlich erstmal aus der Startelf nehmen. So, jetzt fehlen uns zum Saisonauftakt nicht nur Pool, sondern auch Fernandes. Die eigentliche geplante Innenverteidigung. Na toll, jetzt muss Dominik Loi auf jeden Fall erstmal mit aushelfen. Und Fernandes muss erstmal raus. Und McHughes muss erstmal, stand jetzt zumindest, auf die Bank. Das ist natürlich ärgerlich. Ich muss mir mal kurz ein bisschen sortieren. Shelby bleibt dann auch erstmal im Kader. Die hier möchte ich alle gerne verleihen. Norton und Pausen soll noch gehen. Ja, das ist jetzt natürlich echt doof. Um Titi wollte ich eigentlich links spielen lassen, aber der Plan, der A-Plan, ist erstmal ins Wasser gefallen. Gut, dann müssen wir uns jetzt tatsächlich noch auf die Suche machen nach einem neuen Innenverteidiger. Kostenpunkt unter 30 Mille. Wenn wir ungefähr so 15 Mille oder so für einen neuen Innenverteidiger ausgeben, haben wir noch 15 Mille für einen neuen Stürmer. Plus Pausen, entweder als Tauschspieler oder die Ablöse, die wir für Pausen noch generieren können. Besonders viel ist das ja eigentlich nicht mehr. Leute, Leute. Eine blöde Aktion im Training und der ganze Matchplan ist schon wieder über den Haufen geworfen. Nur noch 10 Tage bis zum Saisonstart. Gut, nützt ja alles nichts. Wir müssen uns auf die Suche begeben. Und ich sehe gerade, dieser Part wird schon wieder ein bisschen Überlänge bekommen. Sorry an dieser Stelle. Also nicht sorry an euch. Die meisten von euch wird es wahrscheinlich nicht stören. Im Gegenteil. Aber sorry an mich selbst, denn das Rendern wird wahrscheinlich schon wieder eine kleine Qual werden. Aber nützt ja nichts. Wir suchen jetzt also noch einen Innenverteidiger. Und mir fällt gerade eigentlich nur einer ein, den ich noch aus der Vorsaison sehr interessant fand. Ein sehr starkes Innenverteidiger-Talent, ein zufallsgenerierter Spieler, nämlich, ich glaube, es war Steven Woods. Genau, der Mann vom FC Sunderland, der mittlerweile schon eine Stärke von 80 hat. 21 Jahre jung, ein aufregender Mann für die Zukunft. Scheint wirklich ein großes Talent zu sein. Marktwert 17 Mille, hat exzellente physische Werte. Sprintgeschwindigkeit 87, Manndeckung 83, Grätsche 82, Kopfball hat auch schon eine 83, faire Zweikämpfe 82, Elfmeter kann er auch einigermaßen treten, Übersicht muss er sich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern, Stellungsspiel braucht er nicht, habe ich ja mittlerweile gelernt, ich dachte immer, Stellungsspiel ist auch für Innenverteidiger wichtig, ist es aber nicht, von daher ist Steven Woods eigentlich eine sehr gute Alternative. Ich setze ihn auf jeden Fall mal auf die Wunschliste. Vielleicht könnte man da auch über ein Tauschangebot mit unserem irischen Innenverteidiger, dessen Name mir gerade entfallen ist, McHughes natürlich, vielleicht könnte man da über ein Tauschgeschäft auch nachdenken. Spielt aktuell beim FC Sunderland bei den Black Cats. Auf jeden Fall die identische Stärke und ich glaube, beide sind auch 21.
Wir müssen gleich mal gucken auf der Wunschliste, welche körperlichen Attribute, also wie groß Steven Woods ist. Bei McHughes ist halt das Problem, dass er für einen Innenverteidiger viel, viel zu klein ist. Mit 1,71 ist er, glaube ich. Müssen wir bei Woods gleich mal kurz gucken. Aber ansonsten noch alternativ, würde ich schon fast eher sagen, in der Innenverteidigung haben wir den jungen Dominic Loy, den jungen Regan Poole, den erfahrenen Fernandes und den momentan ebenfalls noch jungen McHughes. Deswegen würde ich schon fast sagen, wir verpflichten dann noch einen Spieler mit etwas Erfahrung. So vielleicht im Altersbereich von Samuel Umtiti. So 25 bis 30 oder so. 26 bis 30. Irgendwie so etwas in diesen Altersbereich. Innenverteidiger natürlich. Wir gucken erstmal, ob wir in der heimischen Premier League fündig werden. Vielleicht erstmal in der zweiten englischen Liga. Vielleicht verweilt dort auch noch irgendein interessanter Spieler, was ich aber stark bezweifle. Oh, guck mal an, Patrick Bauer, der ehemalige Stuttgarter, mittlerweile bei Schalten Athletic in der zweiten Liga angekommen. Und da haben wir schon einen, der ja auch schon eine Anfrage von uns bekommen hat, nämlich Alexander Dragovic vom Absteiger West Brom, hat einen Marktwert von 38 Mille. Und der AS Rom möchte ihn verpflichten. Aber so viel Geld haben wir nicht übrig. Ich will von den Werten her perfekt ins Anforderungsprofil passen, aber ist dann doch deutlich zu teuer. Ich möchte eigentlich so maximal um die 15 Mille ausgeben, damit wir noch ein bisschen Geld für einen neuen Stürmer noch übrig haben. Henley, der schottische Nationalspieler, auch sicherlich kein schlechter, aber hier werden wir, denke ich, eher nicht fündig. Joshua Jorwerf, der ja noch bei der walisischen Nationalmannschaft nachnominiert wurde, nachdem James Collins seine Karriere im Turnier beendet hat, war übrigens der einzige Feldspieler bei uns beim Europameister, der zu keinem Einsatz kam. So, jetzt in die Premier League. Ob wir dort noch was finden. Corker vom Aufsteiger Queen's Park. Der stand ja auch schon mal bei uns auf der Liste. Und ist eigentlich auch kein schlechter. Wir machen einfach mal eine Anfrage. Hat einen Marktwert von 13 Mille. Das könnte ziemlich gut passen. Steven Corker. Ja, mit den Gedanken könnte ich mich, glaube ich, anfreunden. Bailey Cagle. Nein, ich wollte mich nicht mit dem EA-Servern verbinden. Der stand auch schon mal bei uns auf der Liste. Unser Vertrag läuft aus. Stärketechnisch bestimmt nicht zu vergleichen. Aber als Notreserve-Innenverteidiger vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Die Naya, gegen den wir ja im EM-Finale gewonnen haben, von Man City. Erik Dyer, mit dem könnt ihr mir sonst wo ankommen. Der kann mir gestohlen bleiben. Gabriel Paulista von Meister Arsenal. Toni Janschke, Marktwert 17 Mille. Jones ist auch zu stark. Kalasch, bei Chelsea sowas wie Stammspieler. Mangala, Manulas, die sind mir alle, glaube ich, ein bisschen zu stark. Okoro ist mir auch ein bisschen zu stark bewertet. Sarko, guck mal an, der hat schon heftig abgebaut. Mamadou Sarko. Hat er etwa schon wieder Mittel zu sich genommen, die eigentlich nicht erlaubt sind? Der böse, böse Bube. Hat nur eine Gesamtstärke von 81. Ist zwar mittlerweile 30 Jahre alt, aber ich glaube, der hat schon einiges an Stärke eingebüßt, oder? Kommt mir das nur so vor. Rojo von Man U, mir ein bisschen zu stark. Cissé aus Sierra Leone. Nee, auch keine echte Alternative. Feldmann, der Niederländer von Leicester City, vielleicht noch eine Möglichkeit. Andererseits ist er nicht schon fast ein bisschen zu stark. Brauchen wir jetzt wirklich noch einen Innenverteidiger, der das Zeug zum Stammspieler hat? Wenn Fernandes wieder fit ist, dann könnte es da wirklich ein heftiges Rennen um die Stammplätze geben. Wobei, wir spielen ja auch höchstwahrscheinlich in der Champions League. Von daher brauchen wir wirklich einen großen, breiten Kader. Kurt Zuma auch ein bisschen zu stark. Aber Feldmann könnte auch noch eine Variante, denke ich, sein. Auch der stand schon mal bei uns auf der Liste. Irgendwie kommen wir immer wieder zu denselben, oder fast immer zu denselben Spielern. Also Corker und Feldmann könnte ich mich durchaus mit anfreunden. Wir gucken mal kurz die europäischen Top-Ligen zumindest durch, ob uns dort noch irgendjemand Interessantes auffällt. Erstmal in Frankreich.
Marquinhos, wahrscheinlich auch eine Nummer zu stark. Nkulu, mittlerweile auch 30 Jahre alt. Marktwert 21, wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer, leider. Rekik von Marseille. Der Niederländer. Können wir zumindest auch mal eine Anfrage raushauen? Denn das, wissen wir ja, kostet bekanntermaßen gar nichts. Ansonsten nicht so viele interessante Spieler hier in der französischen ersten Liga. Deswegen gucken wir mal weiter in der Bundesliga. Stimmt, da haben wir immer noch den Mann vom HSV, Erik Bertrand Bailey, der im wahren Leben vor kurzem vom FC Villarreal zu Manchester United gewechselt ist, wenn mich gerade nicht alles täuscht, oder? Oder was, zu Manchester City? Oder zum FC Chelsea? Nein, ich meine zu Manchester United, wenn mich gerade nicht alle Sinne täuschen. Auch den lassen wir einfach mal beobachten. Der Mann von der Elfenbeinküste, Stefan Bell, mittlerweile bei Wolfsburg gelandet. Brooks immer noch bei der Hertha. Marktwert 22,5. Leider auch ein bisschen zu teuer. Der Kroate Josip Iles vom BVB, Matthias Ginter, Dominik Heinz, unser alter Schützling, André Hoffmann, Gedeon Jung, da würde mich mal interessieren, wie der sich entwickelt hat. Robin Knoche, auch ein alter Schützling, Kongolo, Maskimovic, 85er Bewertung, Laporte beim FC Bayern mittlerweile, Crazy, Joel Matip, der im wahren Leben zu Liverpool wechseln wird, Willi Orban, Nukan, die Innenverteidigung von RB Leipzig, Papadopoulos, Stefan Sama, Marvin Schulz, Fabian Scheer, auch ein bisschen zu teuer. Wie gesagt, ich möchte so maximal eigentlich 15 Mille ausgeben. Van Beek bei Hoffenheim gelandet. Habe ich, glaube ich, auch so gar nicht mitbekommen. Auch er war ja mal eine Zeit lang bei uns auf der Liste. Aber ich glaube, die sind mir alle ein bisschen zu teuer. Deswegen gucken wir nochmal Italien. Ich bezweifle, dass wir dort jemanden finden. Federico Barba, der eine halbe Saison mal an Stuttgart verliehen war. Bicacic mittlerweile auch in Italien angestellt. Hinteregger haben wir gerade mitbekommen. Gerade frisch nach Italien gewechselt. Indy, der Holländer. Der spielt gerne Indie-Games. Oh Gott, war der schlecht. Ich schäme mich schon. Ich sollte lieber meine Klappe halten. Michelle Sommer. Svirchenko auch vor kurzem in die Serie A gewechselt. Devry auch interessanter Mann, aber hat auch einen viel zu hohen Marktwert. Balanta, der Kolumbianer. Ich glaube, der ist im Let's Play erst nach Italien gewechselt, kann das sein? Der kolumbianische, ich glaube, Nationalspieler, dessen Vertrag ausläuft. Wisst ihr was? Lass mich mal beobachten und starten eine Anfrage. Den habe ich nämlich als sehr starken und schnellen Innenverteidiger in Erinnerung, der im FIFA 15 Let's Play, ich glaube, in die Bundesliga damals gewechselt ist, wenn mich gerade nicht alles täuscht, zum FC Bayern, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß es nicht mehr. Ach, guck mal, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, der Ole Knasti Breno, der ehemalige Bayern- und Nürnberg-Akteur. Sehr viele Spieler aus der brasilianischen Liga hier mit dabei, aber auch hier finde ich leider keinen. Bleibt eigentlich nur noch, wobei Russland können wir auch nochmal gucken, aber ansonsten bleibt eigentlich nur noch die spanische Liga. Strandberg. Nee, nichts, was mir so auf Anhieb gefallen würde. Bleibt die Primera Division. Abdenur von Valencia, Ayala von Valencia, Baknak vom FC Barcelona 2. Marc Bartra, der im wahren Leben zum BVB wechseln wird, in die deutsche Bundesliga. Freut mich, dass so ein großes Talent aus der Jugend vom FC Barcelona in die Bundesliga wechselt. José María Jiménez, den kennen wir noch aus dem letzten FIFA 15 Let's Play. Den Uruguayer haben wir damals nach Darmstadt geholt. War eine sehr gute Investition zu dieser Zeit. Kolodziejczak vom FC Sevilla, der notfalls auch hinten links spielen kann, glaube ich. Auch da machen wir mal eine Anfrage. Der Franzose könnte auch durchaus interessant für uns sein. Oder Mustafi. Ah, der ist aber wiederum zu teuer. 27,5. Nee.
Das können wir leider nicht ausgeben. Antonio Rüdiger, auch inzwischen in Spanien gelandet, bei La Coruña. Marien Saar, der Ex-Dortmunder, bei Barcelona gelandet. Also viele deutsche Spieler haben auch den Weg nach Spanien gefunden. Viva España. Ja, aber ansonsten finde ich jetzt hier auch nichts weiter. Ich denke, alle Spieler, die uns eventuell interessieren könnten, haben jetzt eine Anfrage gestartet. Gucken wir mal, was draus wird. Wenn alle zu teuer sein sollten, würde ich als Notfallvariante, glaube ich, die Option wählen, dass wir bei Steven Woods, den generierten Spieler von Sunderland, ein Tauschangebot machen mit Mac Hughes, unseren kleinen Iren, den ich ehrlich gesagt schon fast loswerden möchte. Ein Mann für die Zukunft, Markel Prats-Bastidas vom FC Elche aus Spanien. Okay, gehen wir noch ein bisschen voran. Wobei, wir können noch mal ganz kurz in den Teambericht schauen. Neuer Monat. Mal gucken, ob sich hier schon ein bisschen was verändert hat. Sieht noch nicht so danach aus. Loi hat sich so ein bisschen verbessert. Ansonsten, Gareth Bale verbessert sich jetzt noch. Fernschüsse auf eine 97. Ich glaube, mit unserem Neuzugang, mittlerweile 31 Jahre alt, können wir, glaube ich, mal es häufiger versuchen, aus der Distanz zu probieren. Barclay, Gerhard, Ayew, Sigurdsson ist erst 30, verschlechtert sich jetzt aber schon so ein bisschen im physischen Bereich. Finde ich nicht so gut, aber okay, unser neuer Kapitän, müssen wir mit umgehen und mit leben. Icardi, dann Mac Hughes, der gerade angesprochene, hat sogar einen höheren Marktwert als Steven Woods. Interessant. Hat sich auch schon so ein bisschen verbessert. Tofolo Junior, der dann doch erstmal bei uns bleibt vorerst. Gray, nach seiner Leihgabe zurückgekommen, möchte auch neu angreifen. Hat immerhin eine Gesamtstärke von 80. Durchaus eine Alternative, Emre Can. Dann unser Neuzugang Adam Hendy. Sprintgeschwindigkeit 97. What the fuck? Für 6 Millionen Euro, also von den Blackburn Rovers aus der zweiten Liga gekommen, als Rechtsverteidiger Backup. Das ist unser zweiter Neuzugang, Hennessey. TV-Abschlag 82. Wow. Wie viel hat denn unser Karius in dem Bereich? Wow. Da ist er sogar deutlich besser, unser zweiter Keeper. Und von den Werten her ist er, glaube ich, gar nicht so viel schlechter als Karius. Also da haben wir eine solide Nummer 2. Hinten dran, Nathan Redmond muss sich noch weiter beweisen. Osako, unser Dauerjoker. Shelvey, mal gucken, was mit ihm passieren wird. So herum. Rauschenberg schon mit einigen Statusverbesserungen. Freut mich sehr. Gorman, unser dritter Keeper. Thompson, unser Top-Talent, hat sich auch ein bisschen verbessert. Genauso wie Russell. Jetzt auf einer 56 und Thompson auf einer 75 hoch. Sehr, sehr schön. Mackenzie Laie, den werden wir wahrscheinlich noch abgeben. Blissett, ein Punkt schon nach oben. Der hat sich auch schon ganz gut verbessert. Unser Nachwuchs-Linksverteidiger. Poole hingegen leider noch nicht. Der Nationalheld. Lemina ein bisschen defensiv verbessert. Paulsen möchten wir abgeben. Fernandes momentan verletzt. Norton möchten wir abgeben. Taylor, sollte da ein Angebot kommen, denke ich, können wir auch abgeben. Nathan Dyer. Als Swansea-Figur würde ich den sehr gerne behalten. Ist immerhin schon sehr lange im Verein. Vertrag läuft in 11 Monaten aus, deswegen steht da jetzt gerade leider nicht, wie lange er schon im Verein ist. Und das ist jetzt Stand aktuell unser Kader. Nach der Verletzung von Fernandes brauchen wir definitiv doch noch einen neuen Innenverteidiger, einen neuen Stürmer brauchen wir auch noch. Hat aber ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir erstmal drei Scouting-Updates, gucken wir gleich drauf. Erstmal wurden ein paar Anfragen beantwortet. Kolo würde. Ach, das ist immer noch das Angebot von Rauschenberg. Kolo würde 10 Mille kosten, Balanta sogar nur 6. Also, die sind, glaube ich, beide sehr preiswert. Okay, Transferangebot erstmal für Edith Blissett. Genau so was habe ich mir vorgestellt. Die Doncaster Rovers, Zweitligist aus der zweiten englischen Liga in der Championship. Ich glaube, da kann ein Elliot Blissett durchaus mal zum Einsatz kommen. Deswegen werden wir ihn, den 19-Jährigen, für diese zweite oder für diese erste Saison vielmehr verleihen. Und ich denke, ich weiß nicht, Rauschenberg warten wir vielleicht doch noch ein bisschen ab. Irgendwann wird Newcastle sein Leihangebot zurückziehen, das ist mir klar. Aber dann haben wir eben Pech gehabt. So, unser erster Spieler ist auf jeden Fall schon mal verliehen. Sehr schön. Unser Nachwuchs-Linksverteidiger. Jetzt gucken wir uns mal die Scouting-Updates,
der Jugendscouts an, was sie da so gefunden haben. Erstmal der in England unterwegs ist, ein Torwart, schlechtes Potenzial, können wir direkt ablehnen. Harry Hyde, 66 bis 90, lassen wir noch beobachten. Jamie Ory, ach du Scheiße, selten einen schlechteren Nachwuchsspieler gesehen. 65 bis 89, ein bisschen schlechter. Shade Proctor, der bestimmt ein Doktor. Oh Gott, ich höre schon auf. Die beiden können wir vielleicht noch ein bisschen beobachten lassen. Sind jetzt keine Top-Talente, die ich auf jeden Fall sofort für die Jugendmannschaft verpflichten wollen würde. Dann gucken wir mal hier in Schottland. Jim Marshall kannst du vergessen. Liam Orsi, 64 bis 88, naja. Und Jim Marshall, 51 bis 71, kannst du auch direkt vergessen. Da war unser schottischer Scout im letzten Jahr deutlich, deutlich erfolgreicher. Und unser Neuzugang, Mats Wass, der dänische Scout, ist in Österreich unterwegs. Alessandro Olinik, uninteressant. Christoph Leimer, der sieht schon wesentlich interessanter aus. 15 Jahre jung, 74 bis 94. Und ich glaube, den verpflichten wir sogar mal direkt für die Jugendmannschaft. Simon Schütz, 71 bis 94. Und Toni Cech, 51 bis 71, können wir ablehnen. Also unser Neuzugang im Jugendscout-Bereich hat schon mal zwei vielversprechende Talente gefunden. Wollen wir den auch direkt verpflichten? Wisst ihr was, wir machen es einfach mal. Dann haben wir schon mal zwei Österreicher bei uns in der Jugendmannschaft. Aber jetzt stellt sich noch die Frage Innenverteidiger. Ich glaube, zwei oder drei andere haben ja noch angefragt. Da warten wir noch eben die Angebote ab. So, Blizzard ist verliehen, deswegen ist jetzt eine Stelle wieder frei geworden und die wird Tofolo Junior, denke ich, füllen. Ist wieder nur die Frage, in welchem Bereich. Ich denke, passend und Übersicht kann er sich noch ein... Nein, das wollte ich nicht. Da soll er sich schon verbessern, aber bitte keine einfache Trainingseinheit, sondern eine schwere. El Rondo, da kann er größere Fortschritte machen. Einmal wieder durchsimulieren. Ich glaube, der Part wird wirklich eine mächtige Überlänge bekommen, wenn das so weitergeht. Meine Stimme wird sich auch hinterher bei mir bedanken. Aber bis zum Saisonstart ist es jetzt nicht mehr so weit. Blessed ausgeliehen, haben wir gesehen. Saar wechselt zu Hannover 96 für 11 Mille und Semedo wechselt von Sporting zu Frankfurt für 8 Mille. Also die Bundesligisten rüsten natürlich auch noch auf, bevor die neue Saison beginnt. Wir gehen nochmal eben einen Tag voran und hoffen, dass noch ein, zwei Angebote kommen. Genau das habe ich gehofft. Kork hat 23 Mille. Ach, ist mir zu teuer. Feldmann 29, noch viel teurer. Rekik 12,5, das ist sogar noch im akzeptablen Bereich. Und bei Lee habe ich mir auch schon gedacht, 25,5 wird zu teuer. Korker denke ich auch zu teuer. Dann wird es wahrscheinlich einer der drei hier werden. Wir machen mal allen drei ein Angebot und fangen relativ günstig an bei Kolodziejczak. Die fordern 10, die Spanier, die Andalusier vom FC Sevilla. Da bieten wir einfach mal, nein nicht 100, sondern 7,5 als Einstiegsangebot. Vielleicht nehmen sie sogar sofort an. Alvarez Balanta, der mir ehrlich gesagt unbekannteste von den dreien, dessen Vertrag auch noch ausläuft. Vielleicht können wir den sogar sehr günstig erstanden. 27 Jahre alt, Kolumbianer, wie gesagt. 4 Mille bieten wir da mal. Wie gesagt, Vertrag läuft aus. Sollte eigentlich billiger zu bekommen sein. Und der vermeintlich stärkste von den drei ist wohl er hier. Karim Rekik, der holländische Nationalspieler von Marseille. Da bieten wir einfach mal 8,5. Egal, wen von den dreien wir am Ende erstanden bekommen, wir sollten dann noch genügend Kohle haben, um uns noch einen neuen Top-Stürmer zu verpflichten. Shit, jetzt habe ich aus Versehen die Anfrage gelöscht, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Löschen wir die anderen beiden auch eben. Gucken wir wieder bei den Transfers. Nichts Interessantes passiert. Und wir gehen noch weiter voran. Aber in Sachen neuer Stürmer möchte ich noch ein bisschen weiter abwarten. Anderer Verein will Nägel mit Köpfen machen, bei Martin Braithwaite. Hoffenheim kauft, glaube ich, in diesem Let's Play wirklich nur Stürmer, kann das sein. Die haben uns schon damals Ben Jedda weggeschnappt und jetzt wollen sie auch
uns Brave Raid wegschnappen. Aber ich habe es gerade gesagt, in Sachen Sturm warten wir noch ein bisschen ab. Leverkusen hofft, Baltalilovic zu verpflichten. Eins der Top-Talente Europas auf jeden Fall. Gülen, gegen den haben wir noch bei der EM in der Gruppenphase gespielt. Der Schweizer Innenverteidiger wechselt für 11 Mille von Zürich zum FC Lorient nach Frankreich. Und wir wechseln zu Mittwoch, einen Tag voran. Bekommen ein Transferangebot für Sigurdsson aus Grünkamp aus Frankreich, wo ich es gerade angesprochen habe. Realistisch wäre zwischen 22,5 und 28,5, aber es sprechen eigentlich alle Fakten dagegen. Sigurdsson war in der Vorsaison unser bester Vorlagengeber, wurde gerade eben zum neuen Kapitän ernannt und er hat vor kurzem seinen Vertrag auch verlängert. Alles Gründe, warum wir künftige Angebote auch bei ihm untersagen. Wir möchten den Großteil der Mannschaft so einfach weiterhin zusammenhalten. So, nur noch knapp eine Woche bis zum Saisonstart. Nicht mal mehr. Oh, und guck mal einer an. Atalanta Bergamo aus Italien hat unser Angebot schon akzeptiert für Eder Alvarez Balanta. Da möchte ich allerdings trotzdem noch mal ganz kurz abwarten. Mal kurz auf die Wunschliste gehen, ob wir da mittlerweile noch ein paar mehr Infos haben. Zum Spieler. Da haben wir ihn, 27 Jahre alt, das wussten wir schon vorher. Für einen Innenverteidiger Stärken im Sprintbereich, das ist schon mal gut. Manndeckung ist er gut, faire Zweikämpfe ist er gut. Arbeitsrate defensiv hoch, gefällt mir auch. Ist ein Linksfuß, 1,81 groß. Ja, für einen Innenverteidiger jetzt nicht ganz optimal, aber ich denke noch groß genug. Vor allem, wenn seine Sprungkraft stark genug ist. Ja, Sprungkraft scheint auch ein guter Wert von ihm zu sein. Trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz auf die anderen Angebote oder Antworten vielmehr abwarten vom FC Sevilla und Olympique Marseille bezüglich Kolodziejczak und Rekik. Marseille sagt schon mal, inakzeptabel für Rekik. Damit fällt er, glaube ich, schon ein bisschen raus. Und auch der FC Sevilla hat unser Angebot für Kolodziejczak akzeptiert, für 7,5. Meines Erachtens, beide wären auf jeden Fall ein Schnäppchen. Kolodziejczak wahrscheinlich die etwas sichere Variante, aber halt auch ein bisschen teurer. Wenn wir mal kurz auf die Wunschliste, ob wir bei Kolodziejczak jetzt noch ein bisschen mehr wissen. Nee, wissen wir auch noch nicht mehr. Ist ein Jährchen älter. Guter Ausdauerwert, gute Aggressivität, gute Manndeckung. Auch Arbeitsrateangriff hoch. Arbeitsrateangriff bei ihm hoch. Bei Balanta war er defensiv hoch. Und er kann, das ist ganz gut eigentlich, notfalls auch hinten links spielen. Genau wie Balanta auch ein Linksfuß. Das ist schon mal sehr interessant auf jeden Fall. Und mit Samuel Umtiti hätte er auch noch einen Landsmann dann an seiner Seite. Sollte Kolodziejczak zu uns kommen. Aber was die Werte angeht, ist glaube ich Balanta sogar ein Ticken besser. Ist ein Jährchen jünger. Und auf jeden Fall auch günstiger. Ich wollte jetzt noch gucken, die beiden werden ja momentan noch gescoutet. Allerdings weiß ich nicht von wem. Von dir? Da wollte ich jetzt eigentlich noch gucken, wie lange das Scouting dauert. Von wem? Wer beobachtet die beiden denn gerade? Oder kann man das hier... Rekik wird von ihm beobachtet? 13 Tage. Oh, das ist mir ein bisschen zu lange. Und Kolodziejczak 7 Tage. Das ist jetzt die Frage. Also bis zum Saisonstart werden wir sowieso keinen neuen Innenverteidiger bekommen, das ist mir schon klar. Wahrscheinlich auch noch nicht bis zum dritten Spieltag werden wir einen neuen Innenverteidiger bekommen. Gleich ist übrigens Premier League Start. Und ich weiß nicht, wem ich ein Angebot machen soll. Mein erstes Gefühl sagt mir eigentlich zu Balanta. Er würde 80.000 Gehalt wollen. Kolodziejczak würde 90.000 Gehalt wollen. Ich glaube, von der Gesamtstärke her wird das wahrscheinlich so sein, dass Kolodziejczak einen Stärkepunkt mehr hat. Einfach mal so grob geschätzt. Wir können natürlich auch noch eine Woche abwarten. Dann wissen wir zumindest schon mal die genauen Werte von Kolodziejczak. Und ich denke, wir werden noch eben diese eine Woche abwarten und weiter vorangehen Richtung Premier League Start.
Und heute ist Premier League Start, virtuell gesehen jetzt gerade eben. Abschlussball zu Kochers, uns jetzt eigentlich inzwischen egal. Spieler führt auch Gespräche mit Olympique Lyon. Oh. Oh. Atalanta hat ein Angebot von Lyon für Balanta akzeptiert. Jetzt müssen wir sogar doch noch schnell handeln. Ach komm, dann machen wir ihm ein Angebot. 80.000, vielleicht ein bisschen viel. Für 3 Jahre, wichtiger Stammspieler, sagen wir ihm mal. Auch wenn er eigentlich nur Backup ist. Für Fernandes. Wird sicherlich auch einige Male spielen. Wegen Dreifachbelastung und so weiter. Ach, sollte er das Angebot ablehnen, dann soll er halt nach Frankreich zu Olympique Lyon wechseln. Für den Fall werden wir uns dann um Kolo Cicak genauer kümmern. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Und wir haben noch ein Transferangebot für Conor McHughes bekommen. Ein Leihangebot vom FC Liverpool. Wir haben 2 Leihangebote bekommen. Interessant, liebe Freunde. Mainz 05, wo er sicherlich spielen würde. Aber ich würde ihn auch gerne in der Liga halten, dass er in England bleibt. Und ich glaube, beim FC Liverpool, die ja mit einer Fünferkette spielen, würde er bestimmt zumindest das eine oder andere Mal zum Einsatz kommen. Und hat zudem auch noch Einsatzmöglichkeiten in der Europa League. Denn der FC Liverpool wird in der neuen Saison erneut in der Europa League unterwegs sein. Deswegen verleihen wir Conor McHughes mal zum Ligakonkurrenten, zum FC Liverpool. Ich denke, da ist er ganz gut aufgehoben. Jetzt halt noch die Innenverteidigerfrage. Kolo Cicak oder Balanta? Die Frage werden wir auch demnächst beantworten. Trainingswoche lassen wir erstmal so wie in den letzten Wochen auch. Note A bei Rauschenberg. Also der verbessert sich sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, der Däne möchte es wissen. Steht kurz vor einer 76. Eine ganz gute Trainingswoche, behaupte ich mal. Und die Premier League ist schon gestartet. Wir gucken gleich auf die Ergebnisse. Wir gehen gleich noch eben einen Tag voran, damit wir die bisherigen Ergebnisse im Überblick haben. De Witt, das nächste Kölner Talent, das wir damals hochgezogen haben von der Jugendmannschaft, wechselt zum FC Barcelona, während Hendricks für 14 Mille von Eindhoven zu Hellas Verona wechselt und McHughes leihweise zum Club von Jürgen Klopp. Die beiden deutschen Manager verstehen sich auch außerhalb des Platzes ganz gut und deswegen haben die beiden da wohl den Deal eingefädelt. So, ein Tag weiter und dann sind wir schon da. Und Balanta ist auch schon da. Dann machen wir den Transfer doch noch perfekt, liebe Freunde. Noch vor dem ersten Spieltag haben wir Eder Alvarez Balanta vom Atalanta Bergamo verpflichtet, der ehemalige Spieler von River Plate Buenos Aires. Damit können wir, denke ich, so mittlerweile auch alle anderen E-Mails löschen. Und wir haben noch einen ordentlichen Geldbetrag, den wir noch für einen neuen Stürmer investieren können. 25 Mille rund plus 200.000 Euro Gehaltsbudget. Davon lässt sich noch ein guter Stürmer kaufen. Und man bedenke immer noch, wir haben auch noch einen Josef Paulsen als möglichen Tauschspieler in der Hinterhand. Oder als möglichen Verkaufsspieler, der auch noch ein bisschen Geld einbringen würde. Hohe Erwartungen an Debütant Alvarez Balanta. Ist nur die Frage, soll er direkt von Anfang an spielen? Bale vor seinem Debüt, definitiv. Der wird auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis. Aber wir gucken mal uns ganz kurz unseren neuesten Neuzugang an. Wenn ich ihn denn finden würde. Ach, da ist er. Balanta mit einer 77. Alvarez Balanta. Habe ich ehrlich gesagt auch so gedacht. Das war so meine Vermutung, dass Balanta 77 oder eine 78 hat und Kolo Cicak wahrscheinlich dann einen Stärkepunkt besser. Und er kommt direkt mal auf die Bank. Ach, er hat den Platz von McHughes natürlich eingenommen, der jetzt verliehen ist. Und ich glaube, Balanta wird sogar tatsächlich von Anfang an spielen. Weil eben Fernandes verletzungsbedingt noch ein paar Monate fehlt und Puel für das erste Spiel gesperrt ist. Weil er im letzten Spiel der letzten Saison noch vom Platz geflogen ist. Etwas unnötig, der neue Nationalheld, aber was willst du machen? Die beiden wollen wir noch verkaufen, Thompson, Russell, Rauschenberg, eventuell verleihen.
Cancellation können wir eigentlich noch den Vertrag auflösen. Was wir mit Shelby machen, weiß ich auch nicht. Taylor könnte theoretisch gehen. Ansonsten bin ich mit dem Kader jetzt wirklich so zufrieden. Nur noch ein neuer Stürmer. Und dann steht der Kader für die erste Champions League Saison, meine lieben Freunde. Wir gucken uns jetzt gleich noch eben die Ergebnisse des ersten Spieltages gemeinsam an. Wir haben, wie gesehen, das Abschlussspiel des ersten Spieltages. Unsere beiden neuen Österreicher mittlerweile auch im Kader. Mit Simon Schütz und Christoph Leimer. Auf die bin ich mal sehr gespannt, wie die sich entwickeln. 25 Mille haben wir auch noch übrig. Das sieht sehr, sehr gut aus, meine Freunde. Die beiden Namen von Alvarez Balanta und Foster Keske passen übrigens nicht mal komplett auf den Screen. Deswegen müssen die da immer ein bisschen hin und her switchen, die Namen. Sieht auch sehr witzig aus. Queenstar Park verpflichtet Daniel Wass. Was ist da los? Wir haben den Scout Wass verpflichtet und Queen's Park verpflichtet Daniel Wass, den dänischen Nationalspieler, für 11 Mille von Celta Vigo. Guter Neuzugang für den Aufsteiger. Und Balanta für bescheidene 4 Millionen zu uns. Bei ihm würde mich jetzt noch interessieren, wie viel er wert ist. Balanta ist 7 Mille wert. Also die Italiener können, glaube ich, nicht so gut Geld machen, hat es den Anschein. Hat einen Marktwert von 7, den verkaufen sie gerade mal für etwas mehr als die Hälfte. Ein echtes Schnäppchen, was sie da gemacht haben, glaube ich. Ich bin schlussendlich dann doch zufrieden. Und mit einem Blick zur Uhr muss ich ganz schnell feststellen, dass ich diesen Part jetzt etwas überraschend schnell beenden muss. Die Ergebnisse des ersten Spieltages schauen wir uns dann zum Eingang des nächsten Parts an. Und dann steht auch schon unsere erste Partie an. In der 6. Saison. In diesem FIFA 16 Karrieremodus Let's Play. Die 3. Saison mit den Schwänen, die erste davon in der UEFA Champions League. Und sie geht sehr, sehr heiß los mit einem Auswärtsspiel bei Manchester City. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Sorry nochmal, dass dieser Part ein bisschen überlänger hatte. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich nicht viel anders werden. Wir werden sehen, wenn ihr wieder einschaltet bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, sagt euer Killer.